und herzlich willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute ist wieder Hashtag zusammen Bastelnzeit und ich freue mich schon, mir die Videos der lieben Kreativen anzuschauen. Und ich zeige euch heute, was ich nachgebastelt habe. Und zwar seht ihr hier schon was, das habe ich schon präsentiert. Und das hängt an solcher goldenen Hand. Da ist ein Magnet dran und an den ganz vielen Herzchen sind auch Magnete, kleine, und die kommen an meine Magnettafel. Wie soll es auch anders sein? Und das sind Sachen oder Sprüche, die ich gedichtet habe, so zwei oder drei oder vier Zeile, die sich ein bisschen reimen. Und das sind so Sprüche, die ich vielleicht noch bisschen abändern will oder mal nutzen will, wenn ich eine Karte bastel oder irgendetwas, die ich dann benutzen kann. Und die hängen dann oben dran und dann kann ich rüberschauen und dann gucke ich, ach, den Spruch kannst du vielleicht verwenden. Vielleicht vielleicht mache ich auch noch ein paar mehr Sprüche rauf, wenn mir welche einfallen, damit man das immer so im Blickwinkel hat. Ja, und inspirieren lassen habe ich mich von der lieben Karina. Sie hat ein kleines Tag-Album oder so einen kleinen Tag an einem Schlüsselring, ein kleines Tag-Album an einem Schlüsselring gemacht. Und meins ist an einer Hand und es ist etwas größer geworden und es sind Luftballons, Herzluftballons. Ja, das symbolisiert den Schlüsselring und das sind die Tags. Ja, da legen wir dann mal die kleine liebe Karina hin. Klein. Ich glaube, klein ist sie nicht. Ich bin klein, 1,53. Ja, und dann ziehen wir jetzt alles weg. Nein. So, die Hand legen wir jetzt hier hin. Yeah, die Hand ist cool, ne? Ja, ich will euch mal schnell noch vorlesen, was ich alles so gedichtet habe. Wenn es euch interessiert. Sonst haltet bitte die Ohren zu. Nein, mein Schatz. So, los geht's. Ich liebe Früchte, die sind lecker. Die gibt es manchmal auch beim Bäcker. Ich mach mir den Tag so, wie ich ihn mag. Dann geht's weiter. Ich mag so gerne lauschen, dem ewigen Meeresrauschen. Ja. Was haben wir hier? Rosen, Tulpen, Nelken mal ich aufs Papier und lass sie niemals welken. So, weiter geht's. Was haben wir hier Schönes? Ich verschenke gerne Dinge, damit sie jedem Freude bringe. Ja, es könnte besser sein. Hört sich ein bisschen komisch an. Habe ich hier? Ich tauche meinen Pinsel in meine Fantasie. Dann male ich viele Dinge voller Harmonie. Ja, das hört sich gut an. Hier geht's weiter. Ich liebe diese Jahreszeit, die immer sehr mein Herz erfreut. Und jetzt klingelt's. Pause! So, Postbotenempfang. Er hat Verpackungsmaterial gebracht. Ganz viele Maxi-Briefe, kleine S-Päckchen, M-Päckchen. Wenn ich was verschicke, möchte ich auch ein schönes Verpackungsmaterial haben. Das hat mich schon immer gestört, die ganze Zeit jetzt. Das ist alles so. Na, ich finde Wiederverwerten ja sehr schön, aber so ein bisschen Pappe kann man sich schon leisten. Weiter geht's. Ich glaube, wir waren hier. Ich will euch nicht langweilen mit meinen Postgeschichten. Nee, war DPD, war gar nicht die Post. Ja, jetzt geht's weiter. Ich glaube, ich war bei diesen Herzchen hier. Ich liebe diese Jahreszeit, die immer sehr mein Herz erfreut. Wenn alles grünt und blüht, dann pfeife ich ein Frühlingslied. Ja, pfeifen kann ich, muss ich bloß ein bisschen üben. Weiter geht's. Ich sammle Knöpfe, die sind toll. Ich habe schon einen ganzen Eimer voll. Ja, einen ganzen großen Eimer habe ich schon voll. Komm mal hier, mein kleines Herzchen. Ich ziehe dich mal hier ran. Ich liebe Eis am Stiel und davon immer viel. Ja, genau. Das könnt ihr anschließend in meinem Tutorial-Video euch anschauen, wie viel Eis ich liebe. Ich zeige euch auch gleich noch welche.
Ich liebe Bücher lesen und all die Zauberwesen. Genau. Hier. Ich liebe jeden Baum und Strauch. Du auch? Was haben wir hier noch? Ich mache es mir gemütlich mit Apfelsaft und Chips und ganz viel Lakritz. Das ist kein Witz. Oh ja. Ich denke jeden Tag an schöne Dinge, die ich mag. Genau. So, haben wir das hier schon? Ja, haben wir das ja. Das haben wir auch schon, ne? Das empfiehlt noch dieses, ne? Ich glaube, das haben wir alles. Ganz durcheinander gebracht worden von dem Paketboten. Ich sammle täglich Glücksmomente und hab Spaß dabei. Mach doch einfach mit, dann sind wir schon zwei. Ja, genau, mach doch einfach mit. Ja, das war mein Tag, nachgebasteltes kleines Tag-Album. Meins ist etwas fluffiger und größer geworden, aber das ist eine wunderschöne Idee, so ein bisschen was aufzuschreiben, was einem gefällt. Ja, dann geht es jetzt weiter mit dem lieben Tienchen. Tienchen hat er solche aus Papierstreifen solche Kugeln gemacht. Und da habe ich gedacht, naja, Kugeln ist nicht ganz eine Kugel geworden. Aber Halbkugeln. Halbkugeln finde ich auch schön. Und die sehen so aus. Ich habe kleine Körbchen gemacht. Ja, ganz einfach. Die Streifen auch so wie, wenn man eine Kugel formen möchte. Dann habe ich hier einen kleinen Streifen reingetan, damit sonst würde das ja aufstehen, also sonst würde es wirklich eine Kugel sein. Und so habe ich es dann mir hingezogen und dann noch einen größeren Henkel und dann hier zwei Stoffschleifchen noch drauf geklebt. Und so hat man dann ein kleines Mitbringsel, wenn man da ein paar Bongers reinlegt oder Pralinchen. Und dann kann man kann auch Geldscheine reinlegen, so ist ja nicht. Aber so viel habe ich davon nicht, dass ich die so in Körbchen legen kann. Ja, das sind die kleinen süßen Körbchen, die ich gebastelt habe. Nach einer kleinen Inspiration von dem lieben Tienchen. Nach einer kleinen Inspiration. Inspiriert vom lieben Tienchen. So. 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 Oh, das kann auch hier mit drauf. Das ist auch hübsch. Ja, dann hat die liebe Evelyn eine Karte gebastelt und ich habe mich so ein wenig an ihrer Kartengestaltung orientiert, an ihrem Sketch. Ich habe allerdings die Karte gedreht, dass unten der Streifen ist und in der Mitte der Kreis, da habe ich einen Herzluftballon genommen. Und dann habe ich auch einen Schmetterling genutzt. Aber ich zeige es euch mal, was es geworden ist. Moment. Ta-ta-ta-ta. Eine Brotdose. Nee, eine Goodiebox. Und zwar ganz einfach eine Brotdose von Teddy für 1 Euro. Drin ist noch nichts, aber es kommt noch was rein. Und dann hier ein Einstecktütchen, so die wir alle haben, um unsere Goodies zu verstauen. Dann habe ich hier so ein Papierchen unten drinnen und dann kann man die Karte hier mit dem Schmetterling rausziehen, seine Goodiebox weiterverwenden, auch stapeln, wenn man will. Sein Kärtchen kann man sich beiseite legen oder auch wieder reinschieben, wenn man möchte. Steht noch nichts drin. Aber es ist eine Geburtstagskarte. Ja, hier noch ein kleiner Luftballon mit einem Band und da auch noch ein kleinerer Luftballon. Hier so wieder so ein Stoffschleifchen. Hier ist dann so ein Schmetterling und hier auch Schmetterlinge. Ja, und hier dann hier so ein Streifen unten dran. So als Abschluss. Die Basis einer Karte. Finde ich immer wichtig, wenn man irgendwo wenn man irgendwie, naja, wenn man halt eine Basis hat. Und in Gruppen aufgeteilt ist. Alles so ein bisschen. Ja, so sieht das Kärtchen aus, das ich nach dem
Kartensketch von der lieben Eveline gestaltet habe. Ja. So, was fehlt noch? Ja, hier. Gabilein. Sie hat überraschende Wundertüten gezaubert. Und da habe ich natürlich auch gerne zwei überraschende Wundertüten gezaubert. Und zwar eins nach ihrem Tutorial, auch in ihrer Größe, wie sie es gemacht hat. Und eins eine Nummer kleiner. Und jetzt habe ich gar nicht so viel Platz, aber wir legen es auf meine Sprüche so ein bisschen rauf hier. Glücksmomente, ne? Ja, dann zeige ich euch erstmal das große Teilchen. Das sieht so aus. Ich habe hier Kakaokarten gezeichnet. ATC-Karten habe ich gezeichnet. Und dann habe ich hier noch ein bisschen mehr Washi-Tape genutzt. Habe ich hier ein paar Kreise noch drauf geklebt. Und auf der anderen Seite auch noch zwei ATC-Karten. Da habe ich die Kartenhüllen einfach aufgeklebt mit Klebeband. Und dann kann man, wenn man möchte, dort so kleine, auch kleine Kärtchen reinmachen. Man kann ja auch kleine Kärtchen machen. Man muss ja nicht ATC-Karten machen. Man kann ja auch Mixmedia-Kärtchen machen. Man muss ja nicht zeichnen. Das ist ja nicht zwingend notwendig. Man kann auch schöne kleine Kärtchen machen, wenn man Sticker nutzt. Wieso sollte man das nicht können, ne? Meine Stimme. Ja, und dann kommt hier die Schachtel raus. Und da kommen die schönen Sachen rein, die noch nicht drin sind. Und wieder rein, die kleine Schublade. Ja. Oh, ich finde es süß. Hier so mit zum Anfassen, hier so mit dem Henkel. Oh Gott, es rutscht es raus. Kommt schön drin bleiben. So. Ja. Ich finde es sehr süß. So, und dann habe ich noch eine kleine gemacht. Die finde ich auch trollig. Ist ja nicht so schwierig, zwei kleine Schachteln zu falten und dann hier einfach so ein Banderole rumwickeln praktisch und dann die beiden Papiere mit dem Henkel aufkleben. Was stöhne ich denn hier rum? Soll nicht so sein, dass ich hier das als anstrengend empfinde. So ist das nicht. Ich wollte bloß mal Duft holen. Ja, hier habe ich so einen kleinen Spruch. Der Künstler ist nicht eine andere Art von Mensch, aber jeder Mensch ist eine andere Art von Künstler. Ja, den Spruch finde ich sehr schön. Leider weiß ich nicht mehr, von wem ich den, also wer ihn geschrieben hat. Und hier ist Fussel dran, muss ich mal abschneiden. Und dann habe ich hier meine kleinen Früchtchen drauf. Die habe ich auch in gehäkelt. Wenn euch das interessiert, wie ich diese kleine Zitrone gehäkelt habe, das kann ich euch auch gerne in der Infobox verlinken, das Video. Ja, hier ein bisschen Rüsche dran. Hier habe ich so ein Glitzerband. Und dann diese Trottelchen finde ich ja auch echt niedlich. Ja, hier habe ich den Washi-Tape noch aufgeklebt. Von hinten sieht es so aus. Ich stotter schon wieder. Der richtig schöne Farbmustermix. Ja, und hier ist dann Schächtelchen drin, das schon ein bisschen auseinander geht. So sieht das aus. Ganz einfach. So zusammengeklebt, die Schachtel. Hier drin ist gepunktet. Ja, und dann stecken wir es wieder rein und zack, wieder zu. Ja, das ist mein zweites kleines Täschchen. Die überraschende Wundertüte, in der Luft drin ist bis jetzt noch. Aber sie wird gefüllt mit schönen Bastelsachen. Ja, das sind meine nachgebastelten Dinge. Ich habe mich wieder sehr gefreut, dass ihr alle mitgemacht habt und bin wirklich gespannt jetzt auf die neuen Sachen und auf die nachgebastelten Sachen bin ich natürlich auch sehr gespannt. Darum geht es ja bei uns. Wir basteln nach, wir basteln neu. Es soll eine Gemeinsamkeit sein mit allen lieben Kreativen. Das ist immer mein Wunsch. Und die kleine Hand freut sich auch. Das eiskalte Händchen. Ja,
Ja, dann sage ich habe alle Videos in der Infobox verlinkt und ich sage, ich wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao. Hallöchen, ich bin schon wieder im kleinen Anhang. Eigentlich wollte ich euch ja noch mein Eis zeigen in diesem Kraftupdate-Video. Einige von meinen Eis. Und bin jetzt beim Fotografieren von den einzelnen Teilchen und räume alles weg und sehe neben mir ein Stück weiter auf Gabrielchens Schreibtisch hier, also auf dem großen Tisch, wo wir auch filmen, da hingen ja die Eis noch, die ich noch zeigen wollte. Nee, der Postpaketbote hat mich ja wirklich aus der Bahn geworfen. Nein, nein. Aber ich habe das hier nochmal dekoriert. Und zeige euch jetzt noch die Eis in meinem Kraftupdate. So stellvertretend für die anderen 10, 15 Stück oder wie viel ich noch gemacht habe. Ja, hier wollte ich euch noch zeigen. So kleine Eis mit Zuckerwatteschleifchen. Oder so eins. Das ist schwer, da ist was drin. Das zeige ich euch gleich, was da drin ist. Hier noch so eins im Mint, Vanille, Mint und Melone. Ja, mal da hochschieben. Oh, das liegt schon auf meinem Namen. So, machen wir so. Ja, nimmt noch kein Ende heute. Nee, also wirklich. Manchmal, da. Ist der Wurm drin, wa? Der Holzwurm. Ja, das ist ein bisschen schwerer, weil da ja was drin ist. Hinten ist noch so ein Herzchen drauf. Anschließend könnt ihr, nicht anschließend, in dem auch gerade hochgeladenen Video, das jetzt online ist, zeige ich euch, wie ich diese kleinen Schächtelchen mit dem Eis dran bastel. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es gerne nachbasteln. Das Video dazu verlinke ich euch auch gerne in der Infobox. Wenn ihr es nachbasteln möchtet, könnt ihr gerne die Sachen, die lecker Eis, die lecker Schleckeis-Verpackung unter dem Hashtag verlinkt. Sehr freuen, wenn ihr auch die Sachen von den lieben Kreativen nachbastelt. Die jeweiligen Tutorials und Bastelupdates verlinke ich euch wie immer in der Infobox. Und hier steht drauf, leck mich. Und da drinnen sind Leckerbonge. Eis kann ich da ja leider nicht reinlegen. Ist ja keine Tiefkühltasche. Ist eine kleine Box. Eine kleine Schlecker-Eis-Box. Ja, so sieht es drin aus und so sieht es draußen aus. Ja, die kleinen Schnäuzchen habe ich gezeichnet. Die Augen habe ich wieder mit dem Bildbearbeitungsprogramm erstellt und ausgedruckt auf Klebefolie und also auf Fotopapier mit Klebe hinten dran auf selbstklebendem Fotopapier. Ja, heute ist wirklich der Bump. Ja, die Eis muss ich euch doch noch zeigen im Bastelupdate, damit auch alle Sachen hier schön zu sehen sind. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt zum zweiten Mal. Wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.